Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fandoms Pulse. Wir sind auch in diesem Jahr wieder auf dem BuchmesseCon hier in Dreieich. Wir werden Ihnen einige Autoreninterviews präsentieren, wir werden Ihnen ein paar Eindrücke zeigen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Ich begrüße nun Christian Humberg und Bernd Perplies. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt hier etwas Rede und Antwort steht. Es gibt ja auch ein sagenhaftes Thema, kann man sagen, zu besprechen. Ihr habt quasi den Ritterschlag, den sich jeder Sci-Fi-Autor wünschen kann, quasi erhalten. Ihr habt eine Romantrilogie geschrieben für Star Trek. Und das Ganze nennt sich Star Trek Prometheus. Ist schon seit einigen Monaten draußen. Du hattest es ja letztes Jahr in unserem letzten Video bereits angekündigt, dass da was kommt. Konntest darüber noch nicht reden. Konntest nur sagen, dass du es zusammen mit Bernd Perplies machst. Jetzt ist die Katze schon seit einiger Zeit aus dem Sack. Ja, wer von euch möchte erstmal was über die Romane erzählen, was uns da erwartet? Christian. Inhaltlich meinst du, worum geht es? Es spielt für den Kenner ein paar Jahre nach dem jüngsten Kinofilm Nemesis, also dem jüngsten der eigentlichen Handlung. Und wir sind an einem Wendepunkt der Föderation. Wir haben eine neue Präsidentin, die alte wurde ermordet, ist einem Terroranschlag zum Opfer gefallen. Und mit der neuen Präsidentin will die Sternenflotte und die gesamte Föderation jetzt in ein Zeitalter des Friedens und der Forschung überschwenken, so wie das ursprünglich ja mal gedacht war mit der Vereinigten Föderation der Planeten. Und just in dem Moment passieren natürlich ganz neue schreckliche Dinge. Es gibt Terroranschläge von einem bis dato noch unbekannten Gegner, die nicht nur die Föderation treffen, die auch die Klingonen treffen und andere Großmächte des Alpha-Quadranten. Und dann muss sich die Föderation diesem neuen Gegner stellen, muss rausfinden, was will der eigentlich, wie können wir dieses Problem lösen, idealerweise auf diplomatischem Wege, und muss gleichzeitig auch die Klingonen auf Abstand halten, die erst schießen wollen und vielleicht dann irgendwann mal fragen, falls noch jemand steht. Und das ist im Prinzip das Problem, vor dem die Crew der USS Prometheus, dem Raumschiff, über das wir geschrieben haben, das Problem, vor dem die Prometheus steht. Wir müssen den neuen Gegner verstehen lernen und rausfinden, was sind seine Motive und wie können wir sein Problem lösen, idealerweise ohne Gewalt. Und wie kriegen wir die Klingonen dazu, dass sie das genauso machen? Wunderbar. Dann frage ich jetzt dich mal, Bernd, es wurde eben schon gesagt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, es geht um die USS Prometheus. Mit was für einem Schiff haben wir es da zu tun und kannst du uns vielleicht kurz die Besatzung etwas näher bringen? Gibt es da auch so eine typische Kerncrew? Also die Prometheus ist ein Schiff, das wir nicht selbst erfunden haben, sondern das in einer Voyager-Episode eingeführt wurde, vierte Staffel, irgendwo in der Mitte, Flaschenpost heißt die Folge. Und da ist es ein experimentelles Kampfschiff der Föderation, das nach den Borg-Angriffen entwickelt wurde und das sich durch so einen Multivektor-Angriffsmodus auszeichnet. Das kann sich in drei Schiffe teilen, die gleichberechtigt
agieren können, sozusagen. In dieser einen Episode wird das Schiff beim Jungfernflug von Romulanern entführt und dann durch den Holodock der Voyager und das MHN Mark II der Prometheus befreit. Das war sehr gut für uns, denn dadurch haben wir das Schiff, um darüber was zu schreiben. Was man noch zur Besatzung sagen soll, dieses Schiff wurde nie groß verwendet mehr danach. Es ist in dieser einen Episode aufgetaucht, da taucht dieses MHN 2 auf, die Besatzung ansonsten ist tot. Das heißt, man weiß über dieses Schiff sehr wenig und auch die amerikanischen Autoren, die ja sehr viel aus TV-Episoden übernommen haben und dann später mehr darüber erzählt haben, in ihren Büchern haben die Prometheus nie verwendet. Sie wurde in zwei Büchern mal ganz kurz erwähnt in einem Nebensatz, aber sie wurde nie mit Leben erfüllt. Das heißt, als wir uns die Frage gestellt haben, was machen wir denn mit unserer Trilogie, die wir schreiben wollen, haben wir diese Prometheus praktisch, dieses spannende Schiff völlig jungfräulich übernehmen können und mit eigenem Leben füllen können. Zur Besatzung haben wir es so gehalten, wir haben eine kleine Mischung gemacht. Also wir haben natürlich geschaut, dass wir eine Besatzung haben, die sehr bunt ist, aus verschiedenen Völkern besteht, auf verschiedenen Planeten besteht, diesen Star Trek-Gedanken möglichst gut transportieren zu können. Es sollte auch anders sein, möglichst als diese Crews, die man aus den TV-Episoden schon kennt, also so anders, wie es halt möglich ist. Und da haben wir ein paar Charaktere uns selbst ausgedacht. Also wir haben zum Beispiel den Captain Richard Adams, einen Veteranen all der Kriege, die die Föderation in den letzten 10 Jahren schlagen musste, der aber eigentlich völlig kampfesmüde ist und einfach nur Frieden haben möchte für sich und für sein Schiff und für die Föderation. Sein erster Offizier ist ein Kaitianer, also so ein Katzenartiger namens Roas, der ihm so als treuer Begleiter zur Seite steht. Wir haben eine Nachfahrin des Kirk-Clans mit an Bord, also unsere Chefingenieurin Jenna Winona Kirk ist eine Nachfahrin des Bruders vom berühmten James Tiberius Kirk. Also Kirk selbst hatte ja keine Kinder, aber sein Bruder hatte ja einen Sohn und offiziell hatte er keine Kinder, genau. Und dann haben wir noch so ein paar Figuren genommen. Prometheus ist ja, also die Buchtrilogie ist ja eine Geburtstagstrilogie. Wir haben die zum 50. Jubiläum von Star Trek geschrieben. Also wollten wir möglichst aus den 50 Jahren Elemente nehmen und da reinbauen. Also haben wir aus jeder Serie oder sagen wir mal zumindest aus Deep Space Nine und aus Voyager so kleine Nebenfiguren genommen, Ensigns, die vielleicht in ein, zwei Episoden mal auftauchen und haben denen größere Rollen als Führungspersonal auf der Prometheus gegeben. Es gibt eine Ops-Offizierin, Sarita Carson, die vorher auf Deep Space Nine gedient hat, die in ein, zwei Deep Space Nine Folgen aufgetaucht ist. Da war sie noch irgendwie einfacher Ensign, jetzt ist sie bei uns Lieutenant Commander. Es gibt einen Benziten, einen Wissenschaftler, Mendon, der als Austauschoffizier auf der USS Enterprise D tätig war in ein, zwei Folgen. Und der jetzt bei uns eine größere Rolle spielt. Also so haben wir diese Mischung aus völlig neuen, interessanten Charakteren, die auch eigene Konflikte natürlich mitbringen und aus Figuren, die vielleicht die Fans schon kennen, wenn sie sich gut auskennen. Und natürlich gibt es auch noch große Gastnamen, die an Bord kommen. Man muss allerdings gar nichts davon im Vorfeld kennen, um die Trilogie lesen zu können. Wir wollten was schreiben, was den Insider mit jede Menge Sachen konfrontiert, die er kennt und die er mag, was dem Neuling aber genauso gefällt. Der versteht dann die Witze nicht unbedingt alle oder die Anspielungen nicht alle, aber er versteht auch nicht, dass da eine war. Von daher ist es kein Problem. Also diese Trilogie kann man unabhängig von allem anderen, was Star Trek ist, lesen. Selbst wenn man mit Star Trek komplett neu anfängt, kann man hiermit eigentlich starten. Vielleicht ist es ja auch ein Anstoß für den einen oder anderen, sich die anderen Serien mal anzuschauen oder die Filme, und der wird dann vielleicht auch das ein oder andere Aha-Erlebnis haben, so quasi andersherum wie einer, der jetzt die Serien kennt und das dann danach liest. Das würde mich sogar besonders freuen, wenn wir Einstiegsdroge waren für das andere Star Trek. Das wäre mir eine Ehre tatsächlich. Nun ist es ja bekannt, dass das Franchise Star Trek, das ist ja ein milliardenschweres, da steckt ja wirklich eine Menge Geld drin. Und die Wächter darüber, CBS und Paramount, die halten natürlich auf alles immer sehr die Hand, damit sich das auch nicht in irgendeine Richtung entwickelt, die ihnen nicht gefällt, weil es ist ja, wie gesagt, ihr Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Wie ist es denn da, wenn man jetzt so eine Romanserie schreibt oder beziehungsweise so eine Trilogie, bekommt man da sehr harte Auflagen oder irgendwelche Vorgaben gemacht seitens jetzt in diesem Fall von CBS? Eigentlich nicht wirklich, solange man halt eben Star Trek schreibt und weiß, was das bedeutet. Also ich kann jetzt hier nichts
in den Geschichten erzählen, was dem widerspräche, was Star Trek ausmacht. Das ist aber auch völlig klar. Man kann nicht die Marke vertreten, ohne sie inhaltlich zu füllen. Davon abgesehen konnten und durften wir tatsächlich schreiben, was wir wollten innerhalb dieses Regelwerks, was wir beide, da wir Fans sind und allein ich habe 30 Star Trek Romane inzwischen übersetzt, was wir ja ohnehin schon aus dem FF kennen. Wir durften jede Figur benutzen, die wir haben wollten. Wir brauchten sie nur anzufragen und sie gehörte uns beispielsweise, jeden Schauplatz, jedes Zeitalter. Aber natürlich liest CBS, der Eigentümer von Star Trek in Hollywood, alles gegen, was du geschrieben hast. Also alle drei Bücher mussten erstmal komplett aufs Englische übersetzt werden, damit Hollywood die lesen konnte. Und dann hat Hollywood das grüne Licht gegeben. Da kamen dann schon noch kleinere Änderungswünsche. Das ist völlig normal. Wenn der Besitzer das Produkt abnimmt, dann wird natürlich hier noch ein bisschen was geändert und da noch ein bisschen was. Aber das waren Kleinigkeiten. Das war eine Uniformfarbe, die falsch war. Oder diese Figur würde den Satz anders formulieren. Bitte etwas anders formulieren. Das waren Kleinigkeiten. Und dementsprechend waren wir relativ schnell druckfertig, weil wir von Anfang an, Bernd und ich, von Anfang an halt wussten, was Star Trek ausmacht und wie die Rahmenbedingungen sind. Gut, ich nehme mal an, wirkliche Proteste hätte es wahrscheinlich nur gegeben, wenn man jetzt gesagt hätte, in der Romanserie wird Deep Space Nine in die Luft gesprengt oder sonst irgendwas Fundamentales umgeworfen, nehme ich mal an. Spoiler-Alarm, das haben die Amerikaner schon gemacht, genau das. Okay, ich habe leider nicht alles gelesen, was es von Star Trek gibt. Jetzt natürlich noch die Frage, wir haben eine Romanserie, wir haben eine Geschichte. Es ist keine Geschichtensammlung, es ist kein Sachbuch, das man irgendwie groß in Abteilungen unterteilen könnte, wo man sich die Arbeit so ein bisschen aufteilt, dass man sagt, der eine schreibt das, der andere schreibt das. Wie ist das jetzt, wenn zwei Autoren aufeinandertreffen, um eine durchgängige Geschichte zu schreiben? Ich meine, schon bei der Entwicklung des Grundkonzepts kommt ja jeder mit seinen Vorstellungen. Gab es da den einen oder anderen Konflikt? Mussten eventuell Kompromisse gemacht werden? Ich frage zuerst mal Bernd. Naja, es ist sicher hilfreich, wenn man zusammenschreibt, wenn man sich lange kennt und befreundet ist. Also wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 20 Jahren ungefähr. Wir haben zusammen Artikel geschrieben, wir haben zusammen Kinderbuchreihen geschrieben, mittlerweile zwei. Eine davon wird gerade in die Kamera gehalten, die Abenteuer des Lucius Adler. Da entwickelt man ein gewisses Gespür dafür, wie das funktioniert. Also natürlich muss man zu zweit Kompromisse finden, man muss zusammen die Geschichte entwickeln und jeder bringt da seinen Teil, seine Ideen mit ein. Das Schöne ist aber zu zweit, dass man auch einfach die doppelte Menge an Ideen hat. Also während man, wenn man allein sitzt vor einem Manuskript und einen Plot entwickeln muss, vielleicht irgendwann sitzt und nicht weiß, wie geht's jetzt weiter, dann ist der andere da und sagt, hey, ich hätte eine Idee, wir könnten es vielleicht so und so lösen. Also ist geht eigentlich ganz gut zusammen, das Schreiben, auch wenn natürlich kleinere Dispute zwischendurch ausgefochten werden müssen. Aber das ist normal. Das ist, glaube ich, nichts, was ungewöhnlich wäre in Teams, egal was man macht. Also du musstest jetzt nichts irgendwas Liebgewordenes, was du vorher entwickelt hattest, opfern? Ich habe Christian gezwungen, Q rauszuschreiben, aber da war er jetzt nicht so wütend drüber, das ging. Ich konnte es ihm ganz gut erklären, warum ich Q nicht so gut fand in der Trilogie. Ansonsten, nein, haben wir, glaube ich, fast alle unsere Lieblinge untergebracht. Also wer das Star Trek-Universum nicht so gut kennt, Q ist ein mächtiges Wesen, das per Fingerschnips alles machen kann, also quasi allmächtig ist und quasi der Weltraum ist einfach sein Spielplatz. Ja. Wie war es bei dir? Gab es irgendetwas, was du gerne drin gehabt hättest und was dann doch nicht so funktioniert hat? Naja, das Schwierige daran ist ja, wenn du die Chance tatsächlich bekommst, Star Trek schreiben zu dürfen. Ich glaube, jeder Fan, auch jeder Fan, der jetzt gerade zuguckt, hat seine Star Trek-Geschichte schon im Kopf. Und wenn du die Gelegenheit bekommst, die aus deinem Kopf auf einmal aufzuschreiben, dann machst du dich ein Stück weit als Autor auch angreifbar, weil du genau weißt, jeder, der das jetzt liest, hätte es anders gemacht, weil jeder es anders machen würde. Und das ist eigentlich das, was du für dich abschalten musst, damit du es schreiben kannst. Du kannst nur deine eigene Star Trek-Geschichte aufschreiben und hoffen, dass die möglichst vielen Leuten gefällt. Aber wenn nicht, ist auch egal, weil es ist deine Geschichte und schon alleine, dass du sie hast schreiben dürfen, offiziell für Hollywood, ist der größte Gewinn, den du in dem Fall haben kannst, ganz unabhängig von irgendwelchen Verkaufszahlen. Von daher würde ich sagen, mein Wunsch war tatsächlich die Trilogie, wie sie hier steht und den habe ich bekommen. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich.
Wie ist denn da so die Arbeitsaufteilung? Schreibt man erstmal gemeinsam ein Exposé und jeder füllt dann immer so einen Abschnitt und hat dann die alleinige Kontrolle darüber, wie er das ausformuliert, oder wie muss man sich das vorstellen? Ziemlich genau so. Also Bernd hat ja schon gesagt, wir schreiben seit Ewigkeiten zusammen Drachengasse 13, hier den Lucius Adler machen wir jetzt aktuell für Thienemann zusammen. Und wann immer wir ein Buch zusammenschreiben, arbeiten wir auf exakt die gleiche Weise. Wir setzen uns an einen Tisch, entwickeln zusammen die Geschichte, schreiben für das Buch oder für die drei Bücher ein ausführliches Kapitel-Exposé. Da steht dann genau drin, was in welchem Kapitel passiert. Und die Kapitel teilen wir dann 50-50 untereinander auf, schreiben parallel und lesen uns gegenseitig Korrektur. Und so entsteht ein Buch, wo jeder von uns beiden genau weiß, wo wir gerade sind, was der andere gerade macht. Und am Ende sind wir so oft gegenseitig über unsere Texte gegangen, dass wir selber nicht mehr wissen, welche Witze kamen jetzt von wem. Also wenn ich jetzt einen Abschnitt vorlesen würde, ihr wüsstet gar nicht, wer ihn geschrieben hat? Das könnte gerade bei so einem dicken Manuskript wie diesen drei Bänden passieren. Ja. Also bei Drachengasse ist es mir definitiv schon passiert, das ist ein paar Jahre her. Und da habe ich das vorgelesen und wusste nachher nicht mehr genau, wer es jetzt eigentlich geschrieben hat. Dadurch, dass das ein bisschen näher dran ist, wüsste ich es bei den meisten Kapiteln, aber auch nicht bei allen. Nee. Das ist doch sehr viel Text einfach. Ist das jetzt eine in sich geschlossene Sache? Habt ihr das zu einem Abschluss gebracht, der eigentlich keine Fortsetzung mehr duldet? Oder habt ihr das Ende offen genug gelassen, dass da eventuell noch mehr kommen könnte? Also die Trilogie mit dem Problem, das dort auftritt, ist geschlossen und komplett. Also man kann diese Star Trek Prometheus Abenteuer genau so lesen und am Ende sind alle Fragen beantwortet. Das Schiff gibt es natürlich noch. Also so wie bei den Enterprise-Episoden am Ende des Tages das Schiff weiterfliegt, fliegt auch die Prometheus weiter. Und es ist theoretisch nicht verboten von Hollywood, dass wir Fortsetzungen schreiben. Das ist letzten Endes eine Frage des Geldes. Also wenn das Buch sehr, sehr erfolgreich oder die drei Bücher sehr erfolgreich sind, sagt der Verlag vielleicht, ja komm, lass uns mal was Neues machen irgendwann. Also das wäre theoretisch denkbar, würde mich auch reizen, aber das ist dadurch, dass es übersetzt werden musste ins Englische und immer wieder auch gegengelesen werden musste von CBS, es war sehr aufwendig und es war relativ teuer. Es ist also eigentlich als Jubiläumstrilogie immer konzipiert gewesen. Also es hieß nie, wir machen eine Reihe, es hieß immer, wir machen eine Trilogie. Alles, was danach käme, wäre ein unerwarteter Bonus. Wunderbar. Jetzt habt ihr ja schon vorhin erwähnt, ihr habt auch eine Kinderbuchreihe gemacht, Die unheimlichen Fälle des Lucius Adler. Ich lese es lieber mal ab. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Stell dir vor, wir sind in der Welt von Sherlock Holmes im viktorianischen London, nur dass das in unserem Fall ein relativ steampunkiges viktorianisches London ist. Und Sherlock Holmes hat auf einmal einen Gast, der 12 Jahre alt ist und der eigene Abenteuer erlebt. Nämlich die Fälle löst, die dem großen Meisterdetektiv zu obskur sind, weil sie mit Geistersichtungen zu tun haben, mit verrückten Wissenschaftlern und so weiter. Also so ein bisschen trashig in den Krimi reinsuppt. Und da sagt der große Detektiv, das ist alles Unsinn. Geister im Londoner Bahnhof, das kann gar nicht sein, das ist unter meiner Würde, da gehe ich nicht gucken. Und sein Hausgast Lucius sagt zu seinen Freunden, das klingt spannend, wir gehen da mal hin. Und siehe da, ein Fall steckt dahinter und Lucius und seine Freunde müssen ihn lösen. Wir machen das jetzt bei Thienemann aktuell. Der zweite Band von Lucius Adler, Jagd auf den Unsichtbaren, ist jetzt zur Buchmesse erschienen. Und am dritten sitzen wir, Bernd und ich, gerade jetzt. Also am Montag schreibe ich weiter. Wunderbar. Und das Buch ist auch direkt für Kinder geschrieben. Das ist auch das Klientel? Genau, also die Reihe ist auf dem Papier, glaube ich, oder auf dem Buchrücken ab 10 ausgezeichnet. Aber ich sag mal, alle Kinder, die drei Fragezeichen oder fünf Freunde lesen und verstehen, also wenn man ab 8 oder sowas, kann man die auch locker lesen. Natürlich können auch Erwachsene mitmachen, weil wir haben schon immer unsere Kinderbücher, auch Drachengasse 13, so geschrieben, dass es unterhaltsam und witzig für die Kinder ist, aber auch so viele Anspielungen und Gags drin sind, dass auch die Erwachsenen, vielleicht Vorleser, ihren Spaß daran haben. Also natürlich ist dieser Lucius Adler-Universum voll mit Anspielungen an die Literatur oder Geschichte des viktorianischen Zeitalters. Nicht umsonst sind die Kinder nicht nur Lucius Adler, heißt halt Adler. Wer sich bei Sherlock Holmes ein bisschen auskennt, wird Irene Adler vielleicht kennen. Seine Mutter. Die hier seine Mutter ist, genau. Und sein Freund ist Sebastian Quatermain. Auch Quatermain ist ein Name, der vielleicht manchen bekannt ist. Und der dritte ist Harold Caver. Caver, muss man vielleicht erklären, hat mit H.G. Wells und der ersten Mensch auf dem Mond zu tun. Also das ist eine Truppe von Kindern, deren Eltern
versierte Leser dieser Abenteuerliteratur also der Jahrhundertwende kennen könnten. Und insofern ist es, ich sag mal, ab 8 aufwärts. Es ist immer schön, wenn wir Schullesungen machen mit solchen Geschichten und du merkst es, nicht nur die Kinder lachen, sondern auch die Lehrer. Dann merkst du, dass die Texte generationenübergreifend funktionieren. Das ist ideal. Dann ist es auf alle Fälle nicht so gruselig, ist klar. Es klingt auch so ein bisschen wie Sherlock Holmes Goes X-Files oder so ähnlich. Ja? Nur, dass halt, ja, gefällt mir. Nur, dass halt ein junger Kompagnon oder Hausgast dann halt in diesem Fall die Fälle löst. Ja? Genau, Fox Mulder heißt Lucius Adler quasi, ja. Und hat einen Roboter als Freund. Mhm. Es wird immer interessanter, wir sollten nicht zu viel vorwegnehmen, die Leute sollen es ja auch lesen. Gut, dann bleibt mir jetzt erstmal da nichts weiter zu erfragen. Ich möchte übergehen auf die Zukunft. Da frage ich erstmal dich, was können wir als nächstes von dir erwarten oder gibt es auch schon wieder ein nächstes gemeinsames Projekt mit Christian? Also erwähnt wurde ja schon, der dritte Lucius Adler ist in der Mache, der wird im Frühjahr erscheinen und man wird auch sicherlich im nächsten Jahr noch ein weiteres Kinderbuch von uns sehen, da können wir noch nichts drüber sagen. Ansonsten habe ich einen Roman für Fischer Thor geschrieben, einen High-Fantasy-Roman. So ein bisschen meine Version von Moby Dick mit Drachen. Also in einer Wolkensee jagt ein fanatischer Drachenjäger in seinem Flugschiff mit einer Bande von heruntergekommenen Gestalten ein monströses Ungeheuer, einen riesigen Drachen, gegen den er einen gewissen persönlichen Groll hegt. Das wurde jetzt gerade zur Buchmesse angekündigt, darum kann ich es auch machen. Und das wird nächstes Jahr im Sommer erscheinen, bei Fischer Thor. Also es reißt nicht ab, der Nachschub ist gesichert und es gibt keine Schreibblockade. Nein. Wie sieht es bei dir aus, Christian? Relativ ähnlich. Also wenn ich mit dem dritten Adler durch bin, mit dem Manuskript, was noch ein paar Wochen dauern wird, dann starte ich direkt mit dem nächsten Kinderbuch. Ich habe ja noch eine Kinderbuchserie beim Eifelbild Verlag, die heißt Sagenhaft Eifel. Und da steht der zweite Band an, den dritten habe ich diese Buchmesse auch unter Vertrag bekommen, also die geht auch weiter. Und es stehen ein paar Hörbücher an, die ich zu meinen Büchern produzieren werde. Ich werde wieder ins Tonstudio gebeten, um Sachen aufzunehmen, das freut mich sehr, mache ich immer gerne. Und Lesereisen stehen für nächstes Jahr an, neue Messen, neue Cons, also es geht einfach so weiter, wie es immer war. Und im November bin ich tatsächlich noch zweimal im Fernsehen, verrückte Welt. Na, darüber wollen wir mehr hören. Oh Gott, ja. Am 6. und ich glaube am 11. November bin ich zur Primetime auf SWR 3, auf dritten Programm Rheinland-Pfalz, SWR Rheinland-Pfalz. Da kommen zwei Dokumentarfilme. Der erste ist von Paul Weber, der zweite ist mit Jens Hübschen. Und die kommen immer 2015 und da bin ich einer der Protagonisten jeweils. Müssen wir schauen, ob wir das Video rechtzeitig online kriegen, dass das auch nicht schon vergangen ist. Ansonsten muss man in die Mediathek hineinschauen, da wird es vielleicht irgendwo zu finden sein. Gut, dann bedanke ich mich vielmals bei euch, dass ihr uns hier so reichhaltig Rede und Antwort gestanden habt. Liebe Zuschauer, Christian Humberg, Bernd Perplis mit ihrer Romantrilogie Star Trek Prometheus.
Ich begrüße nun Karl-Heinz Witzko, seines Zeichens Autor für die Fantastik. Ich denke, so ist das ja, hallo, ordentlich übrigens beschrieben. Ja. Danke, dass du uns hier Rede und Antwort stehst. Du hast deinen neuen Roman mitgebracht, Blut der Götter. Ja. Hinten drauf steht noch als Ankündigung eine Welt aus Salz und Blut. Das macht natürlich neugierig. Kannst du uns ein bisschen was über den Inhalt erzählen dieses Romans? Ja, also es fängt eigentlich an als Geschichte eines völlig missglückten ersten Kontaktes zwischen zwei Kulturen. Und zwar ist es einfach so, dass über ein Meer Leute kommen mit mehreren Schiffen, die da eigentlich nicht herkommen sollten, denn nach der ganzen Vorstellung von der Welt, von der Leute, die sie besuchen, ne, gibt es jenseits des Meeres nicht. Das Meer reicht bis zum Rand der Welt, ne, und da gibt es keine Leute einfach. Ne. Also da wird gleich mal ein Weltbild in seinen Grundfesten erschüttert. Völlig, ne. Und der zweite Schlag ist eben, dass es gibt einen Ort jenseits dieses Meeres, da wohnt ein Gott, der vertrieben worden ist eigentlich. Und da stehen die schon in schlechtem Licht da. Also der erste Kontakt verläuft grausig, weil auch der amtierende Herrscher ein ziemlich arroganter Mensch ist und er hat Probleme innenpolitisch, die solche Sachen lösen will. Es läuft jedenfalls daraus, die Gesandtschaft wird einfach umgebracht. Ne? Die wird also Ketzerei angeklagt und fast alle sterben, bis auf ein paar, die mit dem Schiff abhauen. Und das ist das Problem. Es vergehen dann so 26 Jahre. Und dann kommen wieder solche Schiffe, und zwar diesmal viel, 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 viel mehr. Und die erwischen eben die Stadt zu einem Zeitpunkt, als gerade das Frühjahrsfest gefeiert wird, als die Leute in Feierlaune sind, nicht mehr alle ganz so nüchtern. Ne? Ja, und das führt letztendlich dazu, dass die Stadt erobert wird und dass es sich auf eine lange Besatzung einrichten muss. Wie muss man sich da so dieses allgemeine Weltbild, was dort vertreten ist, du hast ja das Wort Ketzerei, ja, erwähnt, wie muss man sich da so die allgemeine orthodoxe Vorstellung, ja, wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Also die Götter, die die haben, das sind die Erdgötter und von denen gibt es sehr, sehr viele. Es gibt also unter anderem, und das ist entscheidend, vier Totengötter. Es gibt einen, der ist für den normalen Sterben zuständig, einer für Massensterben, wie also bei Kriegen auftritt. Dann gibt es so einen, der ist für Artensterben zuständig. Das wäre in unserer Welt ganz wichtig, mit verschiedenen Tieren, die langsam verschwinden. Und dann gibt es eben einen, der ist für den Tod der Götter verantwortlich. Und die anderen Götter bekommen irgendwann mal mit, dass es jemand gibt, der kann sie umbringen. Worauf sie dann eben also einen Krieger schaffen, der den besiegt und verbannt. Und das ist eben dieses Problem, diese ganze Sache, ne? Es klingt ein bisschen so, als ob das Ganze immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass der Leser immer so ein bisschen über dieser Welt schwebt, dass es nicht so wirklich Protagonisten gibt, oder liege ich da falsch? Doch, es gibt schon. Also einige feste Charaktere. Ja. Es gibt zum Beispiel den amtierenden Fürsten, der also ein bisschen ratlos ist, was er machen soll, weil die Fremden wirklich sehr mächtig sind, der dann aber irgendwann beschließt, er muss was tun, er kann das nicht so ertragen. Und dann gibt es eben so Leute aus der gemeinen Bevölkerung. Ne? Es ist also eine wichtige Rolle, übernimmt zum Beispiel Nikola, das ist ein Pooler. Pooler sind so eine Art Protopolizisten, die also nicht so recht als Gesetzesbrecher verfolgen, sondern mehr so einen Deal zwischen Geschädigten und Verbrechern da aushandeln. Mhm. Und der übernimmt eine wichtige Rolle, und zwar einfach deswegen, weil es gibt ein Problem in der Stadt irgendwann während der Besatzung und die Fremden, die brauchen einen Verbindungsmann. Und dabei geht es eben ja um eine Serie von Morden, die da aufgeklärt werden soll. Oder vielleicht auch nicht. Das macht natürlich neugierig. Ja. Du schreibst ja mittlerweile seit 20 Jahren. Ist dies jetzt dein wievielter Roman ist das? Der zwölfte. Der zwölfte. Ja. Und alles, was so davor kam, ging das auch so in die Richtung oder waren das völlig andere Sachen? Nein. Ich habe also humoristische Sachen, die letzten ein paar Sachen geschrieben. Also ich hatte über Kobolde ein Roman, ne, zwei Romane sogar und so. Ne. Das ist der erste ernste seit langem. Also da lernt man dich quasi von einer ganz neuen Seite kennen, von deinem schreiberischen Schaffen. Ja. Ja. Hatte ich aber früher schon. Ja. Ja gut, im Augenblick hast du die Leute ja eher an etwas Humor gewöhnt. Mhm. Ja. Und jetzt wird es halt wieder etwas ernster. Ja. Ja. Also quasi eine Rückkehr. Ja, sozusagen. Ne? Könnte man die sagen. Die andere Seite halt. Ne? Wie lange ist das Buch schon draußen und was wird als nächstes kommen? Kannst du da schon was sagen? Es ist seit Anfang September erhältlich. Über was nächstes kann ich noch nichts sagen. Ja, es ist mir noch nicht so recht eingefallen, weil wie ich das vertusche, worum es wirklich geht. Okay. Ich würde zu viel erzählen.
Gut, wunderbar. Dann darf man also weiter gespannt sein. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Informationen. Liebe Zuschauer, Blut der Götter von Karl-Heinz Witzko. Da ist ganz oben ein Knopf, der heißt Gain. Das Gain ist das Tor sozusagen in den Mischer hinein. Ich spreche hier rein und mache dann hier das Türchen auf. Je weiter ich das Türchen aufmache, desto mehr Power geht in diesen Mischer rein, desto mehr Druck hat das. Und es kann sein, dass da schon zerrt. Da muss man vorsichtig sein. Dann gelegentlich passieren, dass er zu viel von einer Tiersorte erwischte. Heute war gelegentlich der Hamster vor ihm, war der Beweis. Was machen wir denn jetzt? Stöhnte Tom. Wir könnten ihm ein kleines Cape nähen. Ließ ich mir von ihm. Mimi kicherte. Ja, und ein Gehrock und eine Weste. Ich habe nicht gemeint, was wir mit dem Hamster alles Lustiges machen können, sondern wie wir den Vampir zurückbekommen, den wir brauchen, wenn die heute Nachmittag Leute mit der Geistermann fragen und sich nicht vor einem Hamster gruseln. Stefan, mit der von mir auch. Viel Spaß. Danke dir. Grüß schön. Hallo. Schön. Ich begrüße nun an meiner Seite Vater und Sohn Krappweis. Richtig. Tommy und Werner Krappweis hier auf dem Bukon. Erstmal vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit widmet. Ich möchte erstmal auf etwas eingehen, und zwar, du hattest hier auf dem Bukon ein Seminar gegeben. Ja. Kannst du uns etwas mehr darüber sagen? Also Seminar ist, danke, dass du das so hoch ansetzt. Also es ist ein... Ich habe eine Art Frontalunterricht von 45 Minuten in die Leute hineingedrömmelt, wie man oder welche Dinge man technischerseits tun kann, damit man bei Lesungen und Vorträgen besser abschneidet. Weil es ist ja so, dass nicht jeder ist ein begabter Redner oder manche sind es vielleicht, aber wissen es nicht. Und man denkt immer, das hat mit einem selber zu tun, wenn das nicht gut wird. Aber das stimmt nicht. Das hat was damit zu tun, welches Mikro nehme ich, wie spreche ich in das Mikro rein, weiß ich, wie ein Mikroständer nicht wackelt, was ist Gain, was ist Master, was sind Höhen, Mitten, Tiefen, all diese Dinge. Und wenn man das alles weiß, dann kann man einfach seine Performance schon allein nur durch die Rahmenbedingungen teilweise doppelt so gut abschließen, obwohl man nach wie vor derselbe Mensch ist mit derselben Stimme und demselben Buch. Die Resonanz war jedenfalls gewaltig. Ja. Ich war fast nur noch mit einem Schullöffel in diesen Raum zu bekommen. Er war brechend voll. Die Leute saßen auf dem Boden. Macht das stolz, wenn man den Sohn vor so einem brechend vollen Raum sieht? Ja, sicher. Ich meine, ich bin es jetzt gewöhnt. Wir sind ja viel unterwegs. Aber ich finde es immer wieder so lustig. Und ich muss also sagen, ich habe viel, so ein Mikroständer konnte ich jetzt schon fast selber zusammenschreiben. Das andere habe ich nicht verstanden. Aber also ist schon sehr, sehr nett, ja, wenn man so einen Sohn hat. Und der reißt mich dann immer mit und dann macht es mir auch Spaß. Auf alle Fälle, und es hat hoffentlich einigen Leuten ein Aha-Erlebnis gegeben, dass sie das in Zukunft noch etwas professioneller gestalten können. Hoffe ich sehr. Auf alle Fälle. Gehen wir nun auf das Literarische ein. Du hast hier vier Bücher mitgebracht. Ich möchte mal auf dieser Seite beginnen, wahrscheinlich bei dem bekanntesten von allen, da es auch schon der erste Teil davon verfilmt wurde, Mara und der Feuerbringer. Was du aber heute, also dieses Buch ist ja von dir. Das ist von mir und das auch. Alleine, ja. Und Ghost Sitter ebenfalls. Das sind jetzt die Projekte, wo ich erstmal dich fragen möchte. Kannst du uns kurz etwas dazu sagen? Ja. Also Mara und der Feuerbringer ist eine Geschichte, die spielt im Heute, hat aber sehr viel mit der nordisch-germanischen Mythologie zu tun. Und es ist ein 14-jähriges Mädchen, was die Götterdämmerung aufhalten soll, was sich aber nicht dazu berufen fühlt. Und da habe ich drei Bücher geschrieben, die heißen alle Mara und der Feuerbringer, Teil 1, 2, 3. Und bei Ghost Sitter geht es um einen 14-jährigen Jungen, der eine Geisterbahn erbt und die Geister in der Geisterbahn sind alle echt. Und er muss die halt jetzt irgendwie domptieren, wobei die aber nicht böse sind, sondern eigentlich ganz lustig. Und die Happy Idea bei Ghost Sitter ist, dass Menschen aus der Perspektive von Untoten auch Superkräfte haben. Zum Beispiel verwandeln sie sich nicht bei Vollmond in einen Werwolf. Zum Beispiel können sie bei Sonne einfach rumlaufen und zerfallen nicht zu Staub. Oder sie können, wie bei Gespenstern eben, Sachen anfassen, ohne dass ihre Finger durchgleiten. Und da dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn du Untote hast, die dringend einen Menschen brauchen? So wie der Mensch natürlich auch gerade in der Geisterbahn von den Untoten sehr viel Vorteil ziehen kann, weil, naja, wenn sich die da reinstellen und tagsüber so tun, als wären sie Pappfiguren in der Geisterbahn, ist es alles sehr wohlfeil und günstig und sehr effektvoll. Und man kann skalieren in der Erschreckversion. Ja, und Ghost Sitter ist
schon eher auf Humor ausgerichtet. Bei Mara hat der Humor eine große Rolle gespielt, aber es ist insgesamt realistischer im Ton. Und Ghost Hitter ist schon teilweise ziemlich abgefahren. Aber das macht Spaß, weil bei Mara hatte ich ja einen wissenschaftlichen Berater, den Professor Simek, der dauernd gesagt hat, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Hier geht alles. Das ist sehr entspannend. Das ist doch gut, wenn man diese Freiheit hat. Ja. Es ist inzwischen der zweite, der dritte folgt bald. Wann wird der erscheinen? Ich habe heute schon ein Buch gesehen sogar, weil auf der Buchmesse hatten sie eine Handvoll und da kam vorhin schon ein Mädel, als Mara übrigens, im Cosplay von Mara, was völlig verwirrend war, und hat mir den dritten Band gezeigt, den ich selber noch nicht habe. Das heißt also, irgendwo auf diesem Planeten gibt es sie schon. Und der kommt aber eigentlich offiziell Anfang November. Wunderbar. Das wird auf alle Fälle wieder einschlagen. Ich denke, die Ersten haben begeistert. Also ich habe bisher nur Gutes über das Buch gehört. Sehr gut. Ja. Ich hatte mit Absicht vorhin gesagt, das sind die Bücher, die du geschrieben hast, weil diese beiden Bücher, genau, die hast du nicht allein geschrieben? Genau, die habe ich geschrieben zusammen mit diesem Mann. Der hat rudimentär Ähnlichkeit mit mir und wir haben den gleichen Namen. Das liegt daran, dass mein Vater ist, wie du schon sehr richtig erkannt hast vorhin. Der da. Und jetzt sagst du immer nur, die Mutter weiß es genau. Ich weiß es bestimmt, sage ich immer, ja. Und wir haben zwei Bücher zusammen geschrieben. Ach, die kannst du eigentlich mal beschreiben, immer mache ich das. Ich soll die Bücher beschreiben. Das ist ein blaues Buch mit einer gelben Aufschrift. Wie, also was drinsteht. Also ich bin seit meiner Jugend, mit acht Jahren, bin ich schon mit dem Fahrrad zum Campen gefahren, mit einem Zelt hinten drauf. Und das ist mir eigentlich geblieben, mein ganzes Leben. Und dann bekam ich einen Sohn mit Tommy, der überhaupt keine Lust hatte zum Camping. Wir waren also irgendwo und ich habe gedacht, ich müsste ihm zeigen, wie spannend das ist, im Meer zu tauchen und irgendwelche Schluchten und Fische und so. War nicht dazu zu bewegen. Ich war ein Nerd, ein Bücherwurm würde man es damals wohl genannt haben und bin da auch sehr glücklich damit nach wie vor. Und er ist halt immer noch ein Fahrradfan und Campingfan. Und ich habe gedacht, ich müsste ihm Camping ein bisschen näher bringen, die Natur näher bringen. Aber ja, die Natur, die war für ihn mehr in der Lego-Kiste. Genau. Und das andere, das hast du ja schon angesprochen, da geht es eben tatsächlich um diese Fahrradmanie, weil mein Vater wollte halt, dass ich auch Leistungssportler werde. Aber ich wollte es halt nicht. Ich wollte, dass du Sportler wirst, dass du ein bisschen sportlich wirst. Musst du nicht Leistungssportler sein, aber dass du wenigstens ein bisschen Freude hast, ein bisschen Freude am Wandern, am Radfahren, am Skifahren, dass du wenigstens ein bisschen Freude hast, aber auch das ist mir restlos misslungen. Ja. Wie ist es denn bei dir so mit Sport? Sieht man mir das nicht an? Ich dachte, ich frage höflicherweise. Ich glaube, es würde mir ähnlich gehen. Camping war nie meins. Sehr gut. Absoluter Komfortmensch. Sehr gut. Ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen, was das für dich bedeutet hat. Kannst du eins der schlimmsten Erlebnisse, was im Buch vorkommt, vielleicht mal kurz unseren Zuschauern erklären? Im Camping oder im Sportlerbuch? Ich glaube, das Camping wäre wahrscheinlich spannender. Also, da gibt es unzählige, weil wir waren sehr oft in Lebensgefahr. Mein Vater hat einmal eine Gasflamme wieder angezündet von einer Kühlbox. Die musste man damals ja noch anzünden. Heute ist das mit Piezo. Und er hatte in dem selbst ausgebauten Bus vergessen, dass man einen Gasauslass braucht, falls mal was locker ist und das Gas nach unten dann aus diesem Auslass herausfallen kann. Stattdessen hat sich das Gas gesammelt. Mein Vater hat das Ding angezündet bzw. versucht anzuzünden. Da machte es Wuffs. Er hat sich an nichts mehr erinnert, aber wir sahen, dass er keine Augenbrauen, keinen Bart und vorne keine Haare mehr hatte. Eine Gasexplosion ausgelöst. Und ich war der erste Urlauber, der schon Sonnenbrand im Gesicht hatte, bevor er in Urlaub fuhr. Ja, weil das ganze Gesicht war dann verbrannt, gell? Und überall Brandblasen im Gesicht. War aber, ich bin wieder geworden. Ja. Man sieht es fast nicht mehr. Dann gab es diverse Male, wo wir mit unserem elenden Schlauchboot in Seenot waren, weil mein Vater zum Beispiel gesagt hat, komm, wir fahren auf diese Insel raus. Plötzlich steigt aber das Wasser und die Insel verschwindet. Und dann gab es auch diese eine Geschichte, wo man mit dem Boot, wo die Wellen so hoch waren, dass man mit dem Boot von der Klippe aus nicht einsteigen konnte. Was dazu führte, dass meine Mutter dann, also es war vor meiner Zeit, meine Mutter dann von einem Fischerboot mitgenommen wurde, mein Vater aber nicht mitfahren wollte, weil er das Boot retten wollte und auf der Insel verblieb mit dem kaputten Boot, was mittlerweile nur noch einen Wulst hatte. Und also irrsinnige, wahnsinnige Geschichten. Es gibt auch eine Situation, da weiß ich auch noch, weil da war ich dabei, wo ein anderes, größeres Schiff uns bei extremem Wellengang retten wollte
und mein Vater aber immer gewunken hat, hallo, weil er nicht zugeben wollte, auch für uns nicht, dass wir in Lebensgefahr sind. Waren wir nicht. Wir waren da nicht in Lebensgefahr. Warum wir uns retten wollten vielleicht, weil die einfach... Ja, die haben uns zugewunken und dann haben sie so einen Ring gezeigt, so einen rot-weißen Ring. Ja, genau. Du verstehst langsam. Ich glaube, ich komme langsam dahinter, ja. Gibt es denn irgendeine Situation in Sachen dem Jungen Sport beibringen oder näher bringen oder Camping, wo Sie sagen würden, in der Situation war ich besonders stolz auf ihn, auf seine Leistung? Trotz der Antipathie gegen Sport und Camping? Ja, wir einmal, da hat er ein Rennrad geschenkt bekommen und dann fuhr er von mir, ein schönes kleines Kinderrennrad, und dann fuhr er bei mir, mit mir, bei einem Radrennen einmal um den Rundkurs. Und ich bin dann weitergefahren, erst an Stäblim, aber trotzdem, es war ein schöner Moment, ihn an meiner Seite zu haben auf dem Rennrad. Aber jetzt haben Sie keine Anschläge, hast du keine Anschläge mehr vor auf ihn in dieser Beziehung? Aufgegeben. Aufgegeben. Ja, es stimmt nicht ganz. Manchmal zuckt es noch bei dir, weil ich habe mir zum Beispiel ein Fahrrad, so ein E-Bike gekauft. Und da kommt dann schon von meinem Vater am Telefon, ich habe doch so ein tolles Mountainbike, pass auf, ich bring's dir morgen vorbei. Weißt du, also er kann nicht wirklich aus seiner Haut. Aber das soll er jetzt auch nicht mehr, das kann er schon so bleiben. Dann sagt er zu mir, du Papi, fahr mal mit dem E-Bike. Und ich steige auf, bin noch nie mit so einem Ding gefahren und dabei hat er mir da den schnellsten Gang, ne, weil ich bei einer Hauswand hingefahren. Weil mit so einer Beschleunigung, das bin ich nicht gewöhnt, auch nicht auf dem Rennrad. Ich glaube, da gäbe es noch genug Geschichten, um unsere Speicherkarte der Kamera damit absolut zum Bersten zu bringen. Ich habe noch eine letzte Frage jetzt an dich. Man hat das Gefühl, du haust echt ein Buch nach dem anderen aus. Wie arbeitest du? Ich meine, kommen dir die Sachen zugeflogen oder schreibst du parallel alles? Also ich tatsächlich Ghostsitter 1 und Sportlerkind habe ich parallel geschrieben. Aber generell habe ich das große Glück, dass ich bin niemand, der, wenn er mal eine Story hat und die Charakter anfangen zu sprechen, der da so viel gehirnen muss, sondern mir ist es dann irgendwie klar, manches sehr bewusst, manches auch nur so aus dem Bauch, wo ich sage, ja klar, das muss jetzt da kommen. Da hilft mir natürlich auch die Erfahrung aus der Filmproduktion, wo ich weiß, so, jetzt ist ungefähr Akt 1 zu Ende, jetzt bin ich in der Mitte von Akt 2, da muss ich jetzt alles einmal drehen, so, jetzt ist Ende von Akt 2, jetzt brauchen wir ein großes Problem, so, jetzt müsste langsam das Finale kommen. Also das habe ich so mittlerweile ganz gut im Gefühl. Und die Ideen sind, also es klingt vermessen, aber die Ideen sind nicht so das Problem direkt, sondern es ist eher die Zeit und dann halt auch die Disziplin, dass man sagt, so, jetzt muss es fertig werden, ich setze mich jetzt hin, jetzt schreibe ich das, bam. Und dann setze ich mich hin und schreibe es. Das kommt noch von RTL Samstagnacht, weil da mussten wir, wenn wir da angetreten sind am Dienstag, Material entweder haben oder es am Dienstag schreiben, damit es am Mittwoch gedreht werden kann als Vorproduktion oder geprobt am Donnerstag. Und wenn du nichts hast, findest du halt nicht statt. Oder du musst einen von diesen grausamen, eingekauften Sketchen spielen. Also haben wir gelernt, setz dich auf deinen Arsch, mach jetzt. And it better be good. Ja? Und so, das hilft mir, weil ich setze mich hin und schreib's halt. Das sollte das Credo jedes Autors sein? Ach nee. Das soll jeder machen, wie er will. Also der Douglas Adams hat ja ein sehr lustiges Buch geschrieben über, also das heißt Die Letzten ihrer Art. Unter anderem auch darüber, dass er Schwierigkeiten hat zu schreiben. Also nö, das soll jeder machen, wie er will. Gut, das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Ich bedanke mich vielmals. Gerne. Liebe Zuschauer, Tommy Krabbeis, Werner Krabbeis. Wann kriegt man schon mal Vater und Sohn zusammen vor die Kamera? Vielen Dank. Danke, gerne. In den Kopf gehabt. Und sie zu glauben, nicht das Herrn zurückzuführen. Erst lächelte Lorunda offenbar belustigt darüber, was Leonardos Mutter für eine unausgegorene Vorstellung von seiner Lebensweise haben mochte. Dann unterbrach er sie. Bis zum letzten Augenblick ein selbstgerechtes Arschloch, was? Du solltest lieber die Reisenden um Vergebung bitten, denn das hier ist dein letzter Schluck. Genieß ihn, solange du ihn noch kannst. Halt mal ihr Gesicht unter den Hacken, Sissi. Vielleicht eine schottische Ureinwohnerin. Fragte Alexander grinsend und auf einer Brust der Lachen. Wenn es sich noch bewegt, dann vergrab's draußen. Du weißt, wie der gnädige Herr es hasst, wenn Viehzeug in seinem Zimmer ist. Und dieses eine Mal, horchte mal der alte Millie, rannte die große Treppe hinunter, stürzte durch die offene Hintertür in den Garten und vergrub es neben den Boden. Vor langer Zeit an einem klirrend kalten Neujahrstag
fanden die Straßenkehrer, die das Kopenhagener Villenviertel von den Resten der ausgelassenen Silvesterfeierlichkeiten befreien sollten, den Leichnam eines kleinen Mädchens. Es hatte sich barfuß und nur mit Lumpen bekleidet in eine Mauerecke in einer Seitenstraße gekauert. Sein Gesicht war schneeweiß. In seinen schwarzen Schuhen. So bist du tausendmal wieder bei mir. Das ist nämlich das Verfahren. Während der ersten Tage fühlte sich Nicola wie in einem Meer. Morgens ging es zur Kuhlerei, wo es den ganzen Tag lang nichts anderes für ihn zu tun gab, als die Lumpen mir anzuwerfen und ein Dutzend Partien wie noch quer zu spielen. Zu deinem Schutz offenbarte er ihr. Um wieder gut zu machen, was mein feinerer Sohn angerichtet hat. Logan schnaubte leise und richtete seinen Blick hinaus in die Nacht. Hatte sie nicht vor wenigen Minuten noch genau diese Gedanken gehabt, ehe sie vor ihm hier hinaus geflüchtet war? Was willst du mir damit sagen? Er schüttelte sanft den Kopf, erhob sich von seinem Beobachtungsposten und kam langsam auf sie zu, bis er direkt vor ihr stand. Ich begrüße nun an meiner Seite Andrea Bottlinger. Andrea, danke, dass du uns für dieses Interview zur Verfügung stehst. Danke auch von mir. Wir hatten Sie in den letzten Jahren ja immer im Doppelinterview mit Christian Humberg wegen Ihrer Bücher, die Sie zusammen verfasst hatten, in 80 Welten durch den Tag oder auch Geek, Pray, Love. Heute stellt sie ein Buch, das sie alleine geschrieben hat, vor und das heißt Der Fluch des Wüstenfeuers. Genau. Andrea, kannst du uns ein bisschen näher was darüber erzählen? In welchem Genre ist dieses Buch angelegt und kannst du uns ein bisschen was über den Inhalt erzählen? Also das ist ein Fantasy-Roman und es ist die Geschichte eines Gefängnisausbruchs im Prinzip. Also es ist in der Stadt Niat, das ist eine Oasenstadt in der Wüste, da gibt es einen sehr unschönen Kerker und vier sehr unterschiedliche Leute lernen sich dort kennen und versuchen auszubrechen. Das hat noch nie jemand vorher geschafft, aus diesem Kerker auszubrechen. Und die einzige Möglichkeit, wie das vielleicht überhaupt geht, da rauszukommen, ist, es gibt ganz, ganz unten im Kerker einen Djinn. Der sitzt dort seit sehr langer Zeit. Und der hat vielleicht die Möglichkeit, ihnen zu helfen, da rauszukommen. Oder aber er bringt sie alle um. Das wissen sie noch nicht. Das müssen sie riskieren. Ein Djinn, das ist also wie so ein Wüstengeist aus der Lampe, wie man ihn von Sindbad kennt, so ähnlich vielleicht? Ein ja, Djinn, also ein Wüstengeist, ja? Ja, er ist ein bisschen körperlicher in meinem Roman als so ein Flaschengeist, wie man den vielleicht kennt. Und ist da auch jetzt auch eine Menge Magie im Spiel? Ist das so ein Gefängnis, das nicht nur Riegel zu knacken hat, die jetzt rein sicherungstechnisch mechanisch sind, wie man das heute aus modernen Gefängnissen kennt, sondern oder ist das auch so ein bisschen alles magisch gesichert oder so? Ja, genau. Deshalb brauchen sie den Djinn, weil das alles magisch gesichert ist. Es gibt eine der Protagonisten, die heißt Iaret, die hat eigentlich magische Fähigkeiten. Das Problem ist, dass in dieser Welt man traut Frauen nicht zu, mit magischer Macht umzugehen. Deshalb werden deren Fähigkeiten versiegelt, mit so einem Siegel auf der Stirn. Sie hat das versucht zu brechen, hat das halb geschafft, wurde deshalb in den Kerker geworfen und kennt sich deshalb ein bisschen mit Magie aus, aber kann sie selber nicht wirken und deshalb brauchen sie den Djinn. Und ist das jetzt alles auch in eine größere Welt eingebettet, die du vielleicht noch in anderen Romanen mit ausbauen willst oder ist das alles ein Einzelprojekt? Also es steht für sich alleine, es ist natürlich immer möglich, was weiter auszubauen, das ist immer drin, aber erstmal ist es ein abgeschlossener Roman. Und hast du heute eine Lesung, wo du ihn vorstellst? Ich hatte eine Lesung, heute um 12. Und was für eine Passage hast du da so ausgesucht? Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Wie macht man die Menschen neugierig? Was für eine Passage liest man am besten vor? Oder hast du mehrere einzeln gelesen oder nur eine bestimmte längere? Ich habe mehrere sehr kurze Passagen gelesen. Ich habe versucht, die Charaktere vorzustellen. Es gibt zum einen den Ahad, das ist der Sohn des Herrschers von Niat, der ist der Erzähler des Romans. Und dann habe ich halt die Iaret noch vorgestellt, die eben mit ihrer Magie da auch das Problem hat, dass dieses halbgebrochene Siegel dafür sorgt, dass Magie in sie hineinströmt, nicht mehr hinaus kann und sie auf lange Sicht umbringen wird. Da haben wir also auch noch die Sache, dass sie da rauskommen muss, bevor sie stirbt. Und dann gibt es noch eine Mörderin, die heißt Tehu, die ihnen hilft und die so einen Narren an der Iaret gefressen hat, weil sie so ein bisschen an sich selbst erinnert, als sie jünger war. Und dann gibt es noch den Chen, das ist ein Dieb, der ihnen mit diversen Schlössern hilft, sofern es überhaupt welche gibt, weil, wie gesagt, magische Sicherung. Und wie war die Resonanz so? Waren viele Zuschauer da?
Ich hoffe es doch mal. Ja, es war voll. Also es standen sogar Leute hinten noch. Das war gut. Das ist immer gut. Und die Resonanz war auch in Ordnung? Ja, es gibt leider den Roman hier nicht zu kaufen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber es haben sich Leute den Titel aufgeschrieben. Und einige haben sogar Bücher mitgebracht, die ich signieren konnte. Das ist immer schön. Das ist doch wunderbar. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg mit diesem Buch. Dankeschön. Dass es sich gut verkauft. Und dann natürlich die Frage, was bringt die Zukunft? Was ist dein nächstes Projekt? Kannst du darüber schon was sagen? Mein nächstes Projekt hat überhaupt nichts mit Fantasy zu tun. Ich habe nämlich einen Frauenroman geschrieben. Einen Frauenroman? Genau. Der erscheint bei List nächstes Jahr im Februar unter dem Namen Andrea Ulmer. Und heißt Überleben ist ein guter Anfang. Und es geht um eine Gruppe krebskranker Frauen, die um die Welt reist und feststellt, dass man trotz tödlicher Krankheit Spaß haben kann. Ist das dann mehr ein Buch von Frauen, also das von Frauen handelt, das auch nur interessant ist für Frauen zu lesen? Oder hast du es nicht so spezialisiert in der Schreibart? Ist das auch für Männer interessant? Also mein Vater hat es gelesen und meinte dann sehr diplomatisch, also irgendwie ist es ja schon mehr so für Frauen. Aber es gibt einige Leute, die es jetzt, also einige Männer, die es jetzt auch lesen wollen, und es ist nicht kitschig oder so und es ist nicht übermäßig romantisch. Es geht halt um Umgang mit einer tödlichen Krankheit, und ich schätze, wenn man kein Problem damit hat, dass sie halt hin und wieder, die Protagonistinnen sind halt so Frauen im mittleren Alter, die ganz viel auch so Familien haben und mehr so den Haushalt machen und dann auch hin und wieder mal darüber reden, dass ihre Männer das nicht schaffen, allein die Wäsche zu machen und solche Dinge. Wenn man damit leben kann, dann kann man es auch als Mann lesen, schätze ich. Ist das das erste Mal, dass du quasi einen Roman über das jetzt reale Leben hier vor der Haustür quasi schreibst? Also jetzt nichts, was irgendwie in Sci-Fi oder Fantasy angesiedelt ist oder auch in Steampunk oder so? Ja, das ist das erste Mal. Das war ein interessantes Experiment auf jeden Fall. Und hältst du das für ausbaufähig? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir Spaß gemacht, vor allem, weil es halt auch ein lustiger Roman ist. Also im Prinzip habe ich einen lustigen Roman über Krebs geschrieben, was immer ein bisschen komisch klingt, aber es sollte halt um Lebensfreude gehen generell. Und in der Fantasy darf man ja nicht so lustig schreiben. Das ist immer ein bisschen, Terry Pratchett ist der Einzige, der das darf, so unter den Fantasy-Autoren. Und mir hat das Spaß gemacht, mal was zu schreiben, was halt auch wirklich viel Witz enthält. Ich würde sagen, mit so einer Geschichte bist du absolut auf der Höhe der Zeit. Es gibt ja zum Beispiel auch die deutsche Fernsehserie Der Club der Roten Bänder. Die geht ja um eine Kinderstation, wo Kinder halt liegen, die alle so ein rotes Patientenband haben und die dann diesen Club gründen, damit sie ihre schweren Krankheiten besser tragen können. Ich finde, da passt du mit deinem Roman auch ganz gut in den Zeitgeist rein. Das hoffe ich doch. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Buch. Danke. Der Fluch des Wüstengeist, Feuers, Entschuldigung, der Fluch des Wüstenfeuers. Ich hatte jetzt nur noch den Gin im Kopf. Ja, der ist auch wichtig für die Geschichte. Ja, genau, ich hatte jetzt nur noch Wüstengeist im Kopf. Also nochmal, wir haben gesprochen über das Buch Der Fluch des Wüstenfeuers. Das ist richtig, genau. Genau. Vielen Dank, Andrea Bottlinger. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen.